Hey und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ist Sonntag gar kein Video online gekommen. Habt ihr das hier gemerkt? Weil das dauert halt alles so ein bisschen, damit es halt perfekt wird. Wir sind im Schrammwerk immer noch, logischerweise. Da ist Danny. Moin. Was machen wir denn heute? Ich war die Tage zwischendurch schon immer bei und hatte auch den Dirk von Sieger da. Und wir haben jetzt hier den Übergang, den wollte ich weghaben. Normal geht es bis hier geht die Originalstoßstange, was jetzt schwarz ist. Und hier war halt eine mega Stufe drin. Und ich wollte halt, weil die Fläche ist so geil, dass es aussieht nachher, als wenn es ein Teil ist. Ja, hier wird es ja abgesiegelt. Das heißt, hier haben wir schon ein bisschen in diesem 2K-Reparatur-Kunststoff-Kit geschweißt, geklebt. Auch hier in die Ecken rein. Die Ecke haben wir angepasst hier. Haben wir ja letztes Mal thematisiert, ne? Dass es quasi anpassungstechnisch nicht anders ging, dass hier die Ecke hier war. Die haben wir jetzt komplett weggeschliffen. Das heißt, wir spachteln jetzt diese Kanten nochmal schön, dass es schön eine Fläche ist. Dann zeige ich euch nochmal, warum wir die Teile angebaut haben und nicht vorher lackiert haben. Ich denke mal, in diesem Video werdet ihr es verstehen, weil doch extreme Höhenunterschiede sind. Weil wenn Teile einzeln lackiert werden, dann schleift man oftmals mit dem Schleifklotz immer an der Kante ein bisschen mehr. Das heißt, die Kante sind nachher, Tür und Seitenteil fallen so ein bisschen ineinander ein. Das ist halt immer geiler, wenn man die Teile fest dran hat und dann über beide Teile rüber schleift, dass sie wirklich scharfkantig sind. Das zeigen wir gleich nochmal ein bisschen. Dann haben wir vorne die Kotflügel, Nasen, Ecken, die an den Scheinwerfern dran sitzen. Da haben wir auch ganz gut aufgefüllt, weil die so ein bisschen rausgedreht waren. Ich schätze mal durch die Lagerung oder so, wie auch immer. Das haben wir gut aufgefüllt, dass das wirklich ein sauberer, geiler Übergang ist. Und dann wollen wir füllern. Ich habe schon ein bisschen Gas gegeben, bin schon ein bisschen nass geschwitzt, weil ich fast alles mit dem Klotz, mit der Handschleife und nicht mit der Maschine. Mit der Maschine hat man nicht so viel Gefühl. Hier sind so ganz weiche Radien drin oder Kanten. Na, und wenn ich jetzt hier mit der Maschine raufgehe, ist das hier fast gar nicht mehr da. Das heißt, ich muss erstmal hier schön schleifen, dann hier schleifen und das am besten mit dem Klotz, mit der Hand, damit das richtig geil scharfkantig ist. Du siehst halt Lunken und die sind einfach übergefüllert. Ist nicht schlimm, weil eigentlich, sagtest du ja, ist dieser GFK-Kit ja gar nicht für den Endverbraucher, sondern es wird ja bei Oettinger nochmal direkt manufakturtechnisch angepasst. Ne? Deswegen habe ich das ja hier, was ja noch lange nicht fertig ist. Aber es ist halt noch viel Arbeit. Mal, seht ihr das? Da, wo es jetzt dunkel ist, ist noch ein Loch. Oder hier ist es so ein bisschen kantig geschliffen. Und jetzt gehe ich mit der Hand bei. Da. Wenn das jetzt schwarz glänzend lackiert wäre, sieht das aus, als wenn du so eine Zellulite da drauf hast. Das wollen wir nicht. Wir wollen das wirklich scharfkantig, als wenn das ein Originalpassteil ist. Genauso wie hier. Das ist auch ein, ist das ein Originalteil? Das hat Oettinger mitgeschickt. Genau, aber es sieht aus wie eine Originalnase. Ne? Die ist sehr scharfkantig. Und hier beim KFK ist sie schon sehr rund. Das heißt, ich gehe nachher bei, habe ich auf der Seite schon gemacht, und gehe wirklich über alle Teile rüber. Und da sieht man schon, hier ist es rund, da ist es scharfkantig. Und jetzt muss ich auch hier von dem ein bisschen was abtragen, weil der guckt auch ein bisschen hoch. Hier sind wir ungefähr gleich hoch, hier noch nicht, weil es hier dunkel ist. Und das ist halt so mein Anspruch. Ne? Wenn ich das jetzt vorher lackiert hätte und die Stoßstange auch, dann würde diese Kante wahrscheinlich gar nicht stimmig zueinander passen. Das heißt, du siehst nachher so verschiedenen Stufen, wenn es fertig lackiert ist. Gerade wenn es einfarbig ist, und das ist ja unser Ziel, das Auto muss einfarbig so geil scharfkantig dastehen, nach meinem Anspruch. Das ist halt viel Arbeit. Und genauso wie hier. Diese Leisten siehst du nicht. Die sind auch schon mit Spritzspachtel drauf. Das sieht so sehr orangenhautnarbig aus. Auch das habe ich schon glatt geschliffen. Hier siehst du mal so eine Presskante. Ich will halt, wenn die Teile nachher beim der zusammenbaut, ne, der soll nicht sagen, oh, außen hui, innen fui. Finde ich immer blöd, deswegen geht viel Zeit rein und diese Kanten alle richtig schön stimmig zu machen. Na, das ist so die Stelle, wo ich als erstes hingucke, auch auf einer Messe. Hört ihr das? Das ist Lacknebel. Hier hörst du es nicht. Na, aber du kommst hier echt schwer rein. Ne? Da muss man halt ein bisschen rumtricksen. Und wenn du das jetzt nicht richtig glatt schleift, hast du ja so eine völlig raue Lackoberfläche drin, wo du dann reinfasst und dann reißt du die Finger dran auf. Ich gucke auf Messen immer, wie das andere gemacht haben und habe im Gedankengang, okay, das kann man besser machen. Für mich. Ich sage das keinem oder so. So, ich sage mal, ich lerne von Fehlern von anderen, natürlich auch aus meinen eigenen Fehlern und sage, okay, na, sowas sieht man hier, das muss man, kann man schöner machen. Dann stecke ich halt die Zeit da rein. Ne? Deswegen bist du auch hier. Und das ist extrem viel Zeit, ne? Ja, was schätzt du, wie viel Zeit hast du schon investiert in das Auto? Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Weil ich will das Endergebnis haben und will nachher nicht sagen können oder als Ausrede haben, ja, René, zum Glück nervst du da ja auch nicht oder ne, drängelst. Ich weiß, du willst es schnell wieder haben, aber du hast, glaube ich, jetzt auch verstanden nach dem letzten Mal, wenn man sich Zeit lässt, spart man im Endeffekt Zeit. Weil dieses Nacharbeiten ist doch aufwendiger, wenn man nachher es fertig lackiert und dann ist irgendwie eine Lunke, ist ein Loch, die Teile passen nicht, dann ist Nacharbeiten viel, viel aufwendiger, als wenn man vorher schon schön Zeit reinsteckt.
und da sehr gewissenhaft und mit Gefühl beigeht. Also deswegen dauert das halt. Ne? Und auch diese Ablüftzeiten zwischen Füller nachher, bevor man lackiert, bevor man wieder mal Klarlack macht ein zweites Mal oder so, da sollte man sich Zeit lassen, dass die ganzen Materialien sacken können, aushärten können, dass es einen geilen Lackstand hat, auf Dauer, nicht nur kurzfristig. Das habe ich mit dem Dirk von Sika gestern gemacht. Da haben wir quasi aufgespritzt, diese Folie hinter. Und der Indikator ist, wenn die Folie abgeht, ist das trocken. Das dauert eigentlich 10 Minuten. Wir haben es jetzt draufgelassen und jetzt haben wir es aufgefüllt. Das können wir jetzt schon mal ein bisschen in Form schleifen. Das war die leichte Ecke, da fehlte nur ein ganz bisschen. Und hier war die extreme Ecke. Die war so ein bisschen ausgedreht. Und ihr seht ja, die war rausgedreht. Hier haben wir ja schon letztes Mal extrem viel Material weggenommen, damit wir hier schön eine Höhe haben. Hier genauso. Und dadurch fehlten uns hier ungefähr 3 Millimeter. Das ist der Scheinwerfer jetzt mal. Der liegt jetzt saugenschmatzend hier dran. Hier unten die Form war schon vorgegeben und hier oben müssen wir jetzt noch wegnehmen. Hier ist jetzt viel zu viel dran, aber das feilen wir jetzt einfach weg. Ich würde sagen, damit fangen wir einfach mal an, weil das sieht am spannendsten aus. Hast du manchmal auch das Problem, dass du dich in einem Projekt verlierst und es für dich nie perfekt genug ist? Immer. Deswegen haben wir Andys Projekt mit dem Austin Haley, da hat er extra aufgeschrieben, nicht so gut werden, sonst gibt es eine Tellerlippe. Aber ich habe immer im Hintergedanken, jetzt steht das Ding auf einer Messe oder das Motorrad und ich will nie, dass jemand sagt, das hat Danny gemacht. Sondern eigentlich immer so, ich sehe Sachen, wie hier auch, wo ich sage, ey, das ist super geil, aber genüge meinen Ansprüchen meistens selber nicht und stehe mir damit auch selber teilweise zeitlich im Wege. Und da ich dann irgendwann mal einen Festpreis mache, kober ich auch nicht den Preis nach, dass ich sage, nee, jetzt muss ich aber 1000 Euro mehr haben, weil ich 8 Stunden länger dabei war. Das mache ich nicht, sondern dieses i-Tüpfchen, ich glaube, das macht meine Arbeit aus die letzten 25 Jahre, dass ich immer eine Schippe oben drauf gebe, wo ich sage, ne, nee, das muss perfekt sein. Dann freut der Kunde sich drüber und wenn der Kunde zufrieden ist nachher, Mundpropaganda, davon habe ich jetzt ja, über 20 Jahre Selbstständigkeit von gelebt, Mundpropaganda, das ist die beste Werbung. Und wenn ich, weil ich mich immer selbst drin verliebe, ich sage zu jedem Kunden immer, ich mache es so, als wenn es für mich selbst ist. Und deswegen verliere ich mich immer in jedem Projekt, dass ich immer deutlich mehr Zeit investiere, als meiner Frau lieb ist. Vorne sind wir jetzt erstmal fertig, ne? Was machen wir jetzt? Jetzt spachteln wir hinten die Teile. Da habe ich so einen Softspachtel, der ist ein bisschen flexibel, weil es sind auch Kunststoffteile. Rühren jetzt Spachtel an, klebt das hier eben nochmal vorher ab und dann wird es gespachtelt und dann kann man es richtig schön fein nochmal in Form schleifen und dann ist das schon mal fertig. Dann kann das danach gefüllert werden. Ist das auch ganz, ist das spezieller Spachtel oder was ist das? Das ist ein Multispachtel, das heißt, der ist relativ fein, der hat keine Fasern drin. Für dünne Flächen, ist auch von Standox, weil ich bleibe komplett im System, dass es in der Hand nicht heißt, ne? Der Spachtel kam mit dem Lack nicht, deswegen haben wir bei deinem Fahrzeug komplett alles mit Standox, damit komme ich am besten klar, da kenne ich mich aus und wenn mal was schief läuft, dass irgendwas nicht härtet, wie auch immer, habe ich halt den Support, deswegen bleibe ich in der Serie. Das kennt jeder, sieht fast bei jedem Hersteller gleich aus, das ist ein Multispachtel, Multi heißt, für viele Sachen geeignet. Das Geräusch, was ihr die ganze Zeit hört, das ist das Gebläse, was du hier die ganze Zeit anhast, ne? Nein, nicht Gebläse, ist die Lackierkabine. Die habe ich jetzt auf Absaugen gestellt. Und für die Lackierer wieder, ja, ich schleife immer eine Lackierkabine. Warum? Weil ich keine Lust habe, mir die Halle einzusaugen. Und ich mache das jetzt 11 Jahre hier so. Und ich habe kein Problem mit Dreck. Also deswegen, ich schleife eine Lackierkabine, da habe ich keinen Schleifstaub, das ist halt unten abgesaugt. Und ich habe auch keinen Stress mit Dreck in meinen Lackierungen. Wer meine Lackierung kennt, weiß das. Du sagst ja auch beim letzten Mal, dass du für jedes Projekt immer extra die Filter und so wechselst, ne? Ja, ja, also wenn wir losgehen hier einmal mit Papi, mit meinem Kabinenschutzlack, einmal wieder schön als weiß machen, die Filter sauber machen, das alles schön abpusten. Was ist Papi? Papi? Ja. Papi ist hier mein Lackierkabinenschutzlack. Den habe ich drauf. Hier. Ein Spritzgang. Kannst du auch auf die dreckigen Wände machen. So.
wir den erstmal aus der Ecke haben. Ja, so dreckig war meine Kabine mal. Ist aber egal. Papi deckt und ist relativ einfach abzuziehen. Meine Entwicklung. Papi. Für Lackierer, für Werkstätten oder hier, letztens hat er sogar einer bestellt für seinen, wie heißt das? Prüfstandraum? Ja. Ne, der Gas, der auch mal so voll, damit es schön weiß ist. Ja, aber krass. Oder Hebebühnen oder wenn ein Auto ölt, kannst du es in deine Werkstatt machen. Ne? Fußboden ist hier nicht einsaus. Rollst du es auf dem Fußboden. Fertig. Papi ist geil, muss mal gucken. Schramberg.com/Papi. Viele Anwendungsbeispiele. Wir haben ja gerade ein paar Videos gemacht letzte Tage. Aber halt los ging das für die Lackierkabine, ne? Weil ich wollte was haben, was du nicht mit Wasser abduschen musst und so. Hier oben ist Papi auch drauf, transparent. Und wenn es vollgenebelt ist, gehst du nochmal weiß rüber oder ziehst du einfach ganz schnell ab. Auch hinten bei meinem Logo ist Papi transparent drauf. Das heißt, es ist immer vor Lacknebel geschützt. Ja, klingt gerade so ein bisschen wie Werbung, aber ist geil. Genau. Ich bin ja der Papi von Papi. Ne? Genau. Sogar letztens beim Auto, was wir hier gemacht, bearbeitet haben, haben wir vorne die Kotflügel mit eingestrichen. Quasi als Lackschutz. Oder Transportschutz kannst du es auch nehmen. Also, gibt viele geile Anwendungsmöglichkeiten. Könnte ich das auch? Viele machen ja so blaues Klebeband, wenn sie zum Beispiel auf eigene Achse zum Wörthersee fahren, damit sie keine Steinschläge bekommen. Würde auch gehen, ne? Wir haben einmal das PCP, was ich habe, diesen abziehbaren Autolack. Der ist ein bisschen aufwendiger. Aber Papi haben wir jetzt gerade, sind wir gerade beides zu entwickeln für Rennstrecken und sowas. Das heißt, du fährst zum Nürburgring und dann wird es da eine Werkstatt irgendwie geben, die dir auf dem Parkplatz quasi das Papi einrollt oder du machst das selber. Und dann hast du quasi für den Nürburgring oder für die Rennstrecke hast du quasi einen temporären Steinschlagschutz, der auch transparent sein kann. Das heißt, du siehst dein Design darunter und bist halt komplett gegen Steinschläge geschützt. Hier der Porsche, der da hinten gerade steht, kannst du gleich mal zeigen. Den haben wir vor anderthalb Jahren mit PCP gemacht. Der war gerade jetzt auf Ausschussleben, war voller Gummiabrieb. Und das haben wir so abgewischt. Ja, cool. Also das kann schon ganz gut. Und das machen wir gerade mit Papi. Quasi ohne Klarlack, eine Schicht irgendwie drauf machen und dann hast du quasi einen Rennstreckenschutz. Aber das kommt, glaube ich, erst nächstes Jahr. Ich habe keine Zeit, da meine Tests zu machen. Ja, da sind, für die Leute, die das jetzt gerade nicht wissen, da sind ja hinten die Katzenaugen quasi drin, die man laut der StVO leider braucht. Sonst würde ich sie gerne rausmachen, aber darfst du ja nicht. Genau, beim TCR. TCR geht es wahrscheinlich gerade durch, ja, ne? Oder? Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Habe ich gerade letztens gesehen. Da ist beim TCR auch gar nicht dieses Gitter. Du guckst hier quasi hinten auf dem Reifen rauf. Ja. Da ist gar kein Gitter drin. Also das ist jetzt so ein bisschen Street-mäßig. Das heißt ja auch Oettinger TCR Street. Heißt so, ja. Mhm. Ja, und hier haben wir halt quasi diesen Ansatz, der jetzt hier ist. Den haben wir ja aufgefüllt. Der ist schon vorher gesehen. Der sah aus wie hier. Ne? Hörte hier auf und dann hattest du so eine Stufe drin. Und ich fand das halt geil, dass man wirklich nachher durch die Lackierung sieht, dass man denkt, dass die Stoßstange gibt es, um fertig in einem Stück zu kaufen. Mhm. Und hier spachtel ich, hier sind jetzt ein paar Löcher. Ich habe mich noch überlegt, ob ich das mit Spritzspachtel mache oder ob ich die Löcher jetzt einfach so kratze mit Spachtel. Ich glaube, ich spachtel das einfach dünn. Das machen wir gleich im Einzug. Spachtel trocknet bei den Temperaturen jetzt wahrscheinlich relativ schnell. So, hier zeigen wir nochmal, warum es keinen Sinn macht, die Dinger vorher anzubauen, aus meiner Sicht. Weil die Teile werden teilweise, oder die sind so weit vorbereitet, dass sie im Einzelnen geschliffen worden sind. Das heißt, man drückt immer an der Kante hier leicht rein und die fallen so ein. Das sieht man jetzt gleich, wenn ich mit dem Klotz rübergehe. Dann nehme ich einen etwas härteren Klotz. Eine Fläche oder hier, nee, das am besten, weil der saugt nämlich auch ab. Hier habe ich ein 120er Schleifnetz. Der Klotz ist schön hart. Und jetzt sieht man gleich schön, hier sieht man jetzt die Punkte. Wo es hellgrau ist, habe ich geschliffen. Wo es dunkelgrau ist, kaum.
Das heißt, hier sieht man richtig, wie der so einfällt hier. Deswegen ist es immer geil am angebauten Zustand, dass es wirklich schön eine Höhe hat, scharfe Kanten, so wie es hier auch ist. Ne? Weil oftmals sieht man das bei nachlackierten Fahrzeugen, wo die Tür einzeln geschliffen ist, dann schleift automatisch an der Kante, hat man einen anderen Druckpunkt. Und hier kann ich ja nicht drücken, weil ich schon auf das nächste Teil draufgehe. Deswegen ist es immer schöner, das am Auto zu bearbeiten. Das ist natürlich fest fixiert, fest angeklebt. Das kann man nicht provisorisch fixieren. Das sieht immer komisch aus. Hier sieht man auch, hier ist es höher, da ist es ein bisschen flacher. Genau deswegen haben wir es vorher nicht lackiert. Ja, hier sieht man, das ist auch. Das ist das, was ich meinte. Im Einzelnen drückt man immer so leicht auf die Kante. Drückt man immer doller und dann geht sie so rund rein. Das sieht immer fertig lackiert doof aus. Das schleifen jetzt so lange, bis das Schwarze da weg ist. Und dann haben wir einen richtig geilen Übergang. Ja, da sieht man das jetzt noch ganz leicht. Und auch die Kantenhöhe ist jetzt hier gleich. Die war auch so vorher ein bisschen unterschiedlich. Schleifstoff haben wir jetzt gar nicht. Meine Kabine saugt ab, hier saugt ab. Deswegen habe ich jetzt noch keine Maske auf, damit man mich auch besser versteht. Jetzt nochmal Kontrolle. Hier sieht man auch noch leicht dunkel, das heißt, hier ist irgendwie eine Lunke drin. Das ist das, was, wenn wir ihn schwarz lackieren würden, das wird im Lack tierisch flimmern nachher. Deswegen mal vorher schön mit dem Klotz ausschleifen, mit der Hand, hier ist am besten. So, und jetzt haben wir hier schön eine gestochen scharfe Linie. Und wenn man so fluchtet, sieht man auch, wie es passt. Hier ist ein bisschen tiefer, hier ist ein bisschen höher. Also ich muss hier noch ein bisschen schleifen. Und so passt man die Kanten immer wieder an. Ja, mal oben, mal unten. Aber hier muss ich jetzt irgendwo ein bisschen schleifen. Sieht gut aus. Ja, und so haben wir jetzt schön hier eine Linie. Hier können wir nochmal oben raufgehen. Dass hier auch beides genau gleich hoch ist. Genau deswegen haben wir vorher nicht lackiert. Weil wir es hier jetzt perfekt alles anpassen können: Kanten, Sicken, Höhen, Abstände. Ja. Genauso wie das hier. Das muss auch schön fest sein. Damit ich schön mit dem Radius hier schleifen kann. Hier sieht man, der Radius geht ungefähr bis hier, die Kante. Und hier geht sie über an das. Das habe ich auf der anderen Seite auch schon gehabt, dass er dann auf einmal so ging. Deswegen, jetzt kann man es schön sehen, wo man hier ins Nichts auslaufen soll. Lege ich meinen Finger hier an, als quasi als gleichen Abstand, als Abstandshalter. Fahre diese Kante immer schön ab. Dass es schön fleckig wird hier. Hier sieht man es noch ein bisschen dunkler. Das heißt, da ist eine Vertiefung. Hier ist schon gut. Und hier ist noch eine Orangenhaut. Und deswegen gehe ich immer komplett rüber. Das ist wirklich alles eine Höhe kriegt.
Weil ich jetzt immer die ganzen Bewegungen mache, gleicht sich jetzt alles an. Würde ich jetzt die ganze Zeit nur hier auf einer Stelle schleifen, habe ich wieder eine Lunge drin. Über die ganze Länge immer schön, mit wenig Druck, mit der schönen, plane Fläche. Alles in Form gebracht, teils mit 120er, teils mal mit 240er Körnung. Jetzt schleife ich nochmal alles soft mit 240er nach. Damit kann ich auch keine Kanten mehr großartig kaputt machen. Und dann verlangen wir. Deswegen jetzt einmal durchschleifen. 240 ist die beste Haftung, für wo der Füller am besten haftet. Deswegen habe ich einmal alles schwarz gemacht, dass ich sehe, wo ich war. Wir müssen jetzt nicht alles machen, aber hier und da. Ich habe jetzt hier so ein weiches Interface-Pad. Das formt sich so ein bisschen in den Kanten und sowas an. Dann schleife ich die Kanten nicht kaputt. Vermutet habe, dadurch, dass wir teilweise relativ weit runtergegangen sind, haben wir wirklich das Glas, die Glasfaserschicht aufgeschliffen und das ist alles kleine Poren, die hast du im Grau vorher gar nicht gesehen. Deswegen fülle ich jetzt nochmal und kratze die zu und fülle nochmal dünn. Eigentlich hätte man mit Spritspachtel arbeiten können, aber je mehr Material raufkommt, ich bin mal der Freund, lieber runterschleifen auf Null und dann lieber zukratzen und sowas nochmal ein zweites Mal füllern, dann sind wir auf Nummer sicher. Ne, da kratze ich jetzt, wenn das trocken ist, nochmal mit Füllereimer, schleife das nochmal an, köpfe das nochmal und mache nochmal eine Schicht Füller. Aber so ein Weiß sieht das schon mal ganz geil aus, ne? Mhm. Ich muss jetzt schon mal mehr vorstellen. Was sagst du denn hier hinter der Kamera? Schock, oder? Ich find's geil, ja. Perfekt. Ja. Also wie es hier aussieht, so sieht es nachher hinten auch aus, als wenn es ein Teil ist, ne? Hinten wird quasi erst kurz vor der Lackschicht wird abgedichtet, damit auf der Abdichtnaht, die ist ja ein bisschen flexibel, wenig Lack wie möglich ist, weil es ist da dicker drauf, hat man wie so eine Hebelwirkung, reißt das schnell mal. Deswegen kommt die Abdichtnaht ganz zum Schluss hier an der Tür. Ne, das wird ja auch als dieser Spalt wird komplett abgedichtet. Mhm. Ja, aber schon sieht schon echt cool aus so. Ne? Guck mal, jetzt haben wir den Vorteil weißen Füller. Erstmal sehen wir alles, ne? Und wenn du jetzt irgendwann einen Steinschlag hast, hast du eine weiße Grundierung, hast auch weißen Steinschlag oder ein weißes Loch, ne? Deswegen wäre jetzt doof, hier grau zu füllern oder schwarz oder sowas. Ja, für mich ist das mal ganz, ganz gute Kontrolle. Hier sehe ich auch nochmal, guck mal. Hier ist die Kante noch ein bisschen weicher. Hier oben ist noch ein bisschen schärfer. Und das wird im Füller dann nochmal schön glatt geköpft. Aber jetzt sieht man schon mal ganz gut kontrollmäßig, wo man nochmal ein bisschen nacharbeiten muss. Und dafür ist das schon ganz gut. Mhm. Ja, ich würde sagen, das war's dann auch für heute. Das war's. Ich mache den zweiten Gang. Ne? Du kannst dir die Farbe von der Kamera wischen. Den Füller. Und dann ja, sehen wir uns im nächsten Teil. Ja. Dann danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ist das Stilllegen oder was? Ja, ist das Auto von René Bauche? Ich sag ja. Ich bin hier vorbeigefahren und sagt sein Kollege, ja, du musst mir extra umdrehen.